Dr. Takt, Videokolumne Nummer 7, April 2020. Richard Wagners Der fliegende Holländer, genauer die große Auftrittsarie des Holländers aus dem ersten Akt, daraus der Schluss. In dieser Arie schildert uns der Holländer sein Schicksal, 7 Jahre verdammt auf den Meeren umherzuirren und dann für einen kurzen Moment ans Land zu kommen, um zu schauen, ob er dort eine Frau findet, die sich für ihn opfert, die sich ihm in Liebe hingibt und ihn aus diesem ewigen Schicksal der Verdammnis erlöst. Das ist relativ unwahrscheinlich, darum am Ende der Arie, dort durchläuft er auch eine gewisse Entwicklung, ist er reichlich verzweifelt und konstatiert, erst wenn die Welt untergeht, wird er wohl Erlösung aus diesem Schicksal finden. Er singt dann, ihr Welten, endet euren Lauf, ew'ge Vernichtung nehme ich auf. Dem ganzen Charakter des Stückes angemessen steht diese große Arie in C-Moll, moduliert dann durch diverse verschiedene Tonarten, aber am Ende auf einmal gibt es einen strahlenden C-Dur-Akkord. Der geht dann noch einmal kurz nach F-Moll, dann hört man in diesen F-Moll-Akkord hinein dieses Holländer-Thema und dann geht es wieder nach C-Dur. Das wird in das Orchester Tutti hinein, das Motiv, von den Trompeten gespielt und es wird aber verdoppelt in der doppelten Oberoktave von der Piccolo-Flöte des Orchesters. Und das klingt dann so. Lass diesen Akkord noch kurz laufen. Sie haben die Piccolo-Flöte wahrscheinlich gar nicht gehört. Und das ist das Interessante. Diese instrumentale Wendung geht eigentlich nur dahin, den Klang der Trompeten etwas anzuschärfen, etwas strahlender, etwas gleißend heller zu machen, als sie ohnehin schon sind. Und so ist dieser ganze C-Dur-Akkord etwas überdreht glänzend. Es ist eben nicht einfach nur ein strahlendes C-Dur, sondern es ist ein zu strahlendes C-Dur. So wie der gesamte Akkord auch instrumentiert ist. Alle Bläser spielen in der höchsten Lage. Es hat etwas angestrengt, vielleicht manchmal sogar gepresstes oder irgendwie auch überspanntes. Und hier hört man eben dieser Klang. Erzählt eben von einer Erlösung, die zugleich mit der absoluten Vernichtung einhergeht. Bei weiteren Fragen, takt@deutscheoperberlin.de